Der ist groß. Oh, der ist richtig groß. Abend. Ich möchte es einfach noch mal probieren, einfach ganz kurz rausgehen und schauen, ob es jetzt einen Unterschied macht, dass es jetzt Abend ist, eben heute ja nicht sehr viel los war und ich eigentlich das Gefühl hatte, es hatte mit der Sonne zu tun. Boah, die Mücken sind trotzdem noch da. Boah, ich bin noch zu nah am Ufer. Fisch. Na, der ist nicht groß. Wäre ja schön, würde ich nicht von den Mücken gefressen werden. Ja, kleine Hecht. Schön am Zusatzdrilling gehakt. Kann natürlich gleich wieder gehen. Wenn er natürlich wieder mag. Ja. Schön. Gegen den Strom schwimmen ist noch streng. Der zieht schon ziemlich. Beziehungsweise schnell ist man auf jeden Fall dann nicht. Ich fische sehr selektiv, also ich habe sehr große Köder dran, weil ich möchte eigentlich wirklich nur die großen, ich möchte wirklich einen über 80 fangen. Der gestern, der war 78, aber ich weiß natürlich nicht, ich hoffe natürlich, dass sie sich hier aufhalten, aber auch nur Spekulation. Vor allem sehe ich viele Mücken. So, ich probiere noch was anderes, ein bisschen Topwater Action. Diese Stelle ist, denke ich, auch nicht optimal und ich bin einfach von Mücken umzingelt. Ich werde es aber trotzdem probieren. Ein bisschen schauen, vielleicht finde ich ja eine neue Stelle. Aber ich hatte eigentlich wenig Überhang, aber trotzdem, ich werde hier einfach von Mücken gefressen. Das ist unglaublich. Ah. Schon wieder eine. Ich kann alle 10 Sekunden erschlage ich eine, die auf meiner Hand landet. Oh, meine Fresse. Wirklich. Oh, dort ist das aufgestiegen. Ach, habe ich ja bis jetzt mit der Fledermaus leider noch keine guten Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Weil an sich läuft sie ganz gut. Also sie läuft wirklich toll. Aber es kann einfach auch sein, dass hier einfach keine Fledermäuse gibt. Die Fische sie deshalb nicht wollen. Ja, da war einer. Oh, der ist nicht schlecht. Wow, vielleicht habt ihr den auf Kamera. Wow. Oh, der hat ihn genommen. Oh, der ist gar nicht schlecht. Wow, wie geil. Wow. Krass. Krass, hat er genommen wie nichts. Boah. Boah, der ist nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Boah. Was hat der? Boah, der hat sicher 80. Wenn nicht mehr. Der ist groß. Boah, der ist richtig groß. Nee, der hat Ferse. Boah. Der ist, ich glaube, der ist sogar noch größer als der letzte. Das könnte mein Best sein, Personal Best. Oh, der hat sich voll genommen. Oh, der ist richtig groß. Das ist mein PB, ganz bestimmt. Der ist richtig groß. Der hat sich voll inhaliert. Ich glaube einfach nicht, dass der in das Netz passt. Ich habe kein schlechtes Netz. Er ist drin. Halleluja! Boah. Schaut euch den an!
stehen ihn hier am Boden. Schaut euch ihn an. Was hier ein Monster. Was hier ein Monster. Oh. Jetzt zurück, das war ein massiver Erfolg und ich möchte ja mein Glück noch nicht mehr weiter hinausziehen, außerdem werde ich hier mitgefressen. Am nächsten Tag war es dann endlich soweit, dass wir mit dem Ruderboot auf dem Barschsee angeln gehen konnten. Die Barsche sind sehr dunkel gefärbt. Sieht wunderschön aus. Sorry. Oh, da ist etwas Größeres. Es war irgendwie dumm von mir zu denken, dass im Barschsee weniger Hechte sein werden. Oh, okay. Meine Ultralicht. Nein, das ist jetzt also. Der Hecht hatte so etwa um die 40 cm, macht aber an dieser Ultraleichtrute trotzdem viel Druck. Ich hab schon die Rute. So, ist gut, ist weg. Anfangen. Jetzt musst du anfangen zu rudern dann. Ja. Oh, das ist ein Hecht! Ein Hecht hat meinen Barsch genommen! Hier hat ein Hecht meinen Barsch gefressen, welchen ich an der Angelrute hatte, wodurch ich zu einem Doppeldrill kam. Der Hecht hat meinen Barsch gefressen! Ah! Aber das ist jetzt also wirklich der Hecht. Ich versuche jetzt da rauszufahren. Nein, ah, oh, jetzt! Nein, er hat nur den Barsch losgelassen, das ist rausgeflogen. Schlussendlich schlitzte der Köder aus dem Barsch mal aus und der Hecht hatte ein gratis Mittagessen. Er hat meine ist rausgeflogen aus dem Barsch und er hat sich den Barsch genommen. Das Hochwasser hat sich ein wenig gesenkt, sollte eigentlich gut sein, um zu angeln. Heute ist schön bewölkt. Es hat hier viele steigende Fische. Und ich werde dann später mal mit der Fliegenrute kommen, zum Schauen, was das ist, weil ich kann es nicht beurteilen, was das für Fische sind. Ich weiß, es hat Äschen, aber es könnten natürlich auch kleinere Fische sein, wie Rutaugen oder so. Also muss ich das nachher evaluieren und darum nehme ich nachher mal die Fliegenroute hierher. Dann schauen wir, was ist. Spannend. Toller Biss. Ah, schade. Ich hoffe, das ist auf Kamera. Wow. Puh, krass. Die mittleren Hechte hier nehmen auch sehr kleine Köder. Das haben wir auch schon gesehen auf dem See, dem Wobbler. Das heißt, sie sind gar nicht mehr so fokussiert auf die richtig großen Köder. Jetzt die großen Hechte habe ich allesamt mit relativ großen Ködern gefangen. Aber die mittleren so bis 70 nehmen auch wirklich die kleineren. Die sind da nicht so wählerisch. Oh, pfuh, oh. Oh, da hat einer die Fledermaus attackiert. Wow. Oh. Alter. Ich glaube es ja nicht. Das ist unglaublich. Das letzte Mal war noch nichts auf die Fledermaus und jetzt ist das hier richtig am
eskalieren. Und die Bisse sind ja auch brutal. Also die Hechte in dieser kleinen Schutzmündung sind die mega aktiv. Ist eigentlich auch klar, dass sie sich hier aufhalten. Sie müssen hier viel weniger Energie aufwenden, als wenn sie mitten vom Fluss stehen. Aber das sind so viele Bisse. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon 4 Topwater-Bisse oder so. Ich habe jetzt die Fliegenroute ausgepackt. Und es hat inzwischen leider geregnet. Aber trotzdem hat es jetzt welche, die gestiegen sind. Auch wenn viel weniger als vorher. Problem ist, wegen dem Wind, der jetzt herrscht, komme ich da fast nicht raus. Aber vielleicht kommt einer ein bisschen näher und steigt in der Nähe auf. Der Wind ist gerade zu stark. Ich warte mit dem Fliegenfischen noch ein bisschen. Probiere nicht nochmal auf dem Recht. Diese Bucht ist eine Mündung aus dem Fluss, beziehungsweise ein Seitenarm, und sie ist etwas windgeschützt. Darum gehe ich nochmal dorthin. Dort habe ich am ersten Tag den etwa 60 cm Hecht gefangen. Also die Fliegenroute lassen wir hier. Das Netz ist bereit. Das Wasser ist stark zurückgegangen. Das letzte Mal, als wir hier durchgegangen sind, war es ja etwa, ja doch, 5-6 cm tiefer, beziehungsweise alle sind unter Wasser. Ne, das sind sogar 10 cm. Wir nehmen wieder die Fledermaus. Ich habe sehr viel Freude an der. Zuerst fischen wir alles ab, was in der Nähe ist. Danach gehen wir ein bisschen weiter rein. Ich habe immer das Gefühl, dass die Fische nach dem Regen viel weniger aktiv sind. Vor dem Regen ist es immer sehr gut und nach dem Regen immer sehr schlecht. Aber vielleicht trügt dieses Gefühl auch. Einfach jeden Fall gestern war das genau das Gleiche. Die Fische waren sehr aktiv. Danach hat es kurz geregnet. Danach war ihre Freude irgendwie weg. Ja! Oh, der ist gut. Der ist nicht schlecht. Aber er ist weg. Hat ihn gar nicht genommen. Boah, den habt ihr auf Kamera. Jesus. Ich habe das Gefühl, bei Topwater ist es einfach so, dass viele nicht hängen bleiben. Vor allem die Fledermaus ist sehr ein stabiler Köder. Sehr hart, in Anführungszeichen. Da muss also der Fisch muss sie komplett in den Mund nehmen, damit er wirklich klug bleibt. Oh, der Biss war heftig, also der war sicher wieder 80 plus. Willst du mich verarschen? Okay, die Fledermaus hat nicht gedreht. Sie war verheddert und ich habe sie eingezogen. Und jetzt hat einfach einer gebissen. Wieso? Wieso jetzt? Das war richtig. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Der ist kleiner, glaube ich. Das war halt unter Wasser, weil sie verheddert war. Vielleicht habe ich ihn nach seitwärts gehakt. Kann natürlich auch sein. Nevermind, der ist riesig. Der könnte vielleicht sogar einen Meter haben. Ich habe nichts gesagt. Wir alles zurück. Jetzt regnet es richtig. Oh Gott. Mal schauen, ob ich da einen Meter näher komme. Krass. Ah, so groß ist das dann sagt doch auch wieder nicht. Ich kann es noch nicht beurteilen. Ach, so schlecht ist es auf jeden Fall nicht.
Der ist ganz wild, das ist der letzte. Macht sogar Sprünge. Hab schon ein bisschen Schiss, dass ich den verliere. Oh. Ist doch, glaub ich, ziemlich gut. Geht nicht auf. Boah, das ist ein Riesen. Passt gerade so in der Kiste. Yes. Was mit ihm? Was für ein Ding. Boah, nehmen wir. Was für ein Riesenviech. Zur Information, diesen Hecht nehme ich zum Essen. Ich habe ihn jetzt gemessen. Wir kommen auf. Hand mal Pi 106, 107 cm. Vom hinteren Teil bis vorne am Kiefer. Jetzt einfach mal so ausgelegt. Werden ihn danach noch richtig messen beim Filetieren. Das ist wirklich ein Riesending. Wenn ihr schaut, die Fledermaus ist komplett im Maul inhaliert. Die hat sie komplett genommen, obwohl sie nicht mal richtig gedreht hat. Es kann auch sein, dass es sie auf Impact, also eingeschlagen ist im Wasser, dass es sie sofort gegriffen hat. Das habe ich gar nicht überlegt, das könnte im Fall auch sein. Und zuerst einfach nicht begriffen hat, dass ein Köder ist und darum hat sie nicht richtig gespielt. Boah, ist er scharf. Ich habe mich gerade beim Lösen geschnitten. Ich bringe den Köder sowieso nicht raus. So, ich habe ihn jetzt nochmal gemessen. Mit dem Maßband ist das etwas schwierig. Von hier vorne bis zur hintersten Stelle des Schwanzes. So gut wie möglich ohne die Wölbung des Bauches ist er etwa 106, 105 cm, je nachdem. So, Fliegenfischen, Runde 2. Schauen wir, ob die jetzt hier und aktiv sind, was auch immer ich gesehen habe. Und vielleicht finde ich heraus, was es ist. So als kleiner Disclaimer, ich und Fliegenfischen, das ist nicht ganz so meins. Ich bin darin nicht wirklich gut. Vorher hat es gerade noch geregnet, also aktiv werden die Fische jetzt auch noch nicht los sein. Ah, dort hat es schon einen Ring. Doch, vielleicht ist da was dran. Vielleicht sind die ja hier. Bin ganz ehrlich, das ist ziemlich spannend für mich, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ob überhaupt eine dieser Fische auf das beißt. Ob die Boiler überhaupt genug groß sind für den Köder. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen, das ist etwas ganz Neues für mich. Bin wirklich sehr gespannt. Ja, hab einen. Was auch immer das ist. Boah, das kämpft gut. Boah, was ist das? Ich kann die Spannung nicht halten. Nein. Ist doch dran. Oh, ist doch dran. Das ist eine Esche. Tatsächlich eine Esche. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine Esche. Oh wow, schön. Schön. Boah, die kämpfen gut. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich weiß, dass es hier welche gibt, aber ich dachte, das sei ein Rotauge oder sowas hier. Die ganze Zeit die Fliegen nimmt. Ich hoffe einfach, sie hat den Haken nicht zu sehr geschluckt. Boah. Krass. Boah. Sind wir ja ganz vorsichtig. Das
gehe nicht hier. Ufer. So. Der wunderschöne. Eine wunderschöne Esche hier drin. Wow. Sie braucht etwas Luft, bevor sie wieder zurückkam. Das war natürlich ein anstrengender Kampf für sie. Und Eschen sind Fische, die sind etwas heikel. Aber das Hakenlösen war unproblematisch. Und sie war nie länger als ein paar Sekunden außerhalb des Wassers. Dürfte es eigentlich kein Problem sein. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich sie hier hingesetzt, oder? Und gab ihr Zeit zum sich erholen. Und ich dachte, ich mache noch schnell zwei Fotos mit dem Handy, so Unterwasserfotos, und zack ist sie abgezischt. Das finde ich super, wenn sie da so fix wegkommt. Aber wenn ich weiß, dass das Eschen sind, werde ich nicht weiter auf sie angeln, weil Eschen sind wirklich nicht meine Zielfische. Das sind auch Fische, die sehr, sehr heikel sind. Wie wir jetzt eben gesehen haben, wie viel Erholungszeit diese Fische brauchen, um wieder ihre Sauerstoffwerte auszugleichen, damit sie wieder wegschwimmen können, wenn man sie zurücksetzen würde. Und ich werde sicher nicht weiter auf Eschen angeln, wenn ich keine davon jetzt entnehmen möchte. Deshalb will ich jetzt da das Fliegenfischen mal beenden. Und wir haben herausgefunden, das sind Eschen. Mein Tag, der Tag heute war ja schon sehr erfolgreich mit dem großen Hecht. Den ich übrigens ja auch entnommen habe, um ihn zu essen. So, was mich jetzt noch interessiert, sind die Fällchen. Das mit den Fällchenfischen war nichts. Da hätte ich lieber nochmal auf Hechte gehen sollen.